Wer entscheidet eigentlich, ob es für bestimmte Aktien Optionen gibt oder ob es keine gibt? Ob es für bestimmte Futures-Optionen gibt oder ob es keine gibt? Wenn du die Antwort auf diese Frage wissen willst, dann bleib jetzt dran, denn heute in diesem Video kläre ich dir das auf. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt euch mit dem Thema Optionen beschäftigt und jetzt seht ihr irgendwo eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, denkt, hey, das möchte ich mit Optionen umsetzen. Also ihr wollt vielleicht Optionen verkaufen oder wollt Optionen kaufen und dann geht ihr ganz hoffnungsvoll in die Handelsplattform eures Brokers, also beispielsweise in die Trader Workstation, in die TWS und ihr gebt die Aktie ein und dann sucht ihr die Option und dann kommt plötzlich keine Optionen verfügbar. Oder aber ihr macht es vielleicht mit einem Future, beispielsweise mit Platin oder Palladium. Ne? Ihr seht, hey, die laufen so super im Trend und toll, da kann man doch mal eine Option darauf handeln. Und auch da stellt ihr wieder fest, gibt es keine Optionen. Und deswegen die Frage, wer legt denn das eigentlich fest? Ne? Wer legt es eigentlich fest, ob es Optionen gibt oder nicht? So, und im Grunde genommen sind, wenn man so möchte, zwei Institutionen daran schuld, ob es Optionen gibt oder nicht. Und die erste, das ist die technische Seite, das sind die Börsen. Ihr wisst, Optionen werden ja anders als Optionsscheine nicht von irgendeinem Emittenten herausgebracht, sondern sie werden quasi von den Börsen gelistet. Und die Börsen entscheiden jetzt ganz einfach, erstmal rein technisch betrachtet, ob es Sinn macht oder ob sie überhaupt auf eine bestimmte Aktie, auf einen bestimmten Future, auf einen bestimmten Index, wie auch immer, Optionen herausgeben wollen. So, und wenn die Börsen eben das nicht machen, dann werden diese Optionen nicht quasi gelistet und dann kannst du die auch nicht handeln. Und jetzt stellt sich natürlich gleich die nachfolgende Frage, ja, wer entscheidet denn das aber oder woran machen denn die Börsen das fest, ob sie eine Aktie veroptionieren oder veroptionierbar machen oder ob sie für einen Future oder einen ETF Optionen handelbar machen oder nicht. Und das seid ihr. Ja? Und mit ihr, mit dir jetzt, mit mir meine ich natürlich letztendlich die Marktteilnehmer. Und warum es eben oftmals keine Optionen gibt, das liegt schlicht und ergreifend an der nicht vorhandenen Nachfrage. Wir müssen uns ja mal anschauen, worauf gibt es denn Optionen und worauf gibt es denn keine Optionen. Wir machen mal was ganz Einfaches. Wir nehmen mal beispielsweise jetzt in Deutschland hier den deutschen Aktienindex DAX und sagen, okay, da sind 30 Aktien drin. Gibt es auf diese 30 Aktien auf alle Optionen? Jawohl, gibt es. Ne? So, gehen wir eine Etage tiefer, schauen wir uns den MDAX an. Gibt es auf MDAX Optionen oder auf MDAX Aktien, gibt es da Optionen? Ja. Auf die meisten Aktien gibt es da welche, aber nicht auf alle. Ne? Nicht auf alle. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen runtergehen würden, von mir aus in den SDAX oder in den TechDAX, da ist es schon so, dass da Optionen oftmals eher die Ausnahme sind und dass es nicht die Regel ist, dass es Optionen sind, sondern das ist schon eher selten. So, der Grund ist ganz einfach der, dass natürlich Optionen nachgefragt werden müssen. Und jetzt ganz ehrlich, ob wir private Anleger jetzt eine Option handeln wollen oder nicht, ne, das spielt natürlich für die Börsen keine Rolle, sondern sie brauchen einfach die Nachfrage institutioneller Anleger. Und wenn institutionelle Anleger eben kein Interesse haben, zum Beispiel von einer sehr, sehr kleinen Aktie, Optionen zu handeln, dann wird auch die Börse diese Optionen nicht listen. Weil, ihr müsst mal Folgendes sehen, es ist ja nicht damit getan, dass die Börse sagt, okay, jetzt haben wir so einen ganz kleinen Nebenwert, ne, der wird vielleicht selbst schon als Aktie nicht so viel gehandelt und deswegen legen wir keine Optionen auf. Also die können das ja einfach so machen, aber damit ist es ja nicht getan, sondern die Börse muss ja auch dafür sorgen, dass diese Optionen eine entsprechende Liquidität haben. Das heißt also, dass sie auch handelbar sind. Und jetzt kann ja die Börse nicht verordnen, hey, bringt da mal Liquidität hinein, sondern sie muss natürlich auch entsprechende Market Maker finden, die entsprechend Liquidität stellen. Ihr wisst, Market Maker, das sind diejenigen, die verbindliche An- und Verkaufskurse stellen. Also wenn ihr jetzt irgendwie seht, ein Spread, ne, was weiß ich, 1 Dollar auf 2 Dollar, dann seht ihr auch immer dazu noch ein entsprechendes Volumen. Und das bedeutet ja, dass der Market Maker, der Marktmacher, der ist eben bereit, momentan für 1 Dollar so und so viel Stück zu kaufen und für 2 Dollar so und so viel Stück zu verkaufen. Und wenn du jetzt Nebenwerte hast oder kleine Aktien oder auch Futures, die nicht so wahnsinnig toll gehandelt werden,
Dann ist es eben so, dass die Market Maker sich wahnsinnig schwer tun würden, in diesen illiquiden Aktien oder Futures dann auch noch bei den Optionen, die ja tendenziell immer noch geringeres Handelvolumen haben als das Underlying als solches. Ne? Also ihr könnt auch, nehmt den Spider her, mal als Beispiel, der meistgehandelste ETF der Welt, der wird wahnsinnig viel gehandelt, trotzdem die Optionen sind super mega liquide, aber sie werden deutlich weniger als der ETF gehandelt. Und das ist ganz, ganz häufig so, dass die Optionen, wahrscheinlich 99% der Fälle, wird deutlich öfter das Underlying gehandelt als die Optionen dazu. So, und wenn ihr jetzt eben kleine Werte habt, die nicht so häufig gehandelt werden, dann würden die Optionen noch weniger gehandelt. Aber der Market Maker ist trotzdem verpflichtet, permanent An- und Verkaufspreise zu stellen. Und das macht es ihm entsprechend schwer. Er müsste sehr weite Spreads machen. Es fällt ihm schwer, sich zu hedgen. Gerade wenn mal was passiert, solange alles gut ist, ist es ja einfach. Ne? Wenn mal was passiert, ist es schwer für ihn zu hedgen. Und deswegen tun sich auch Market Maker wahnsinnig schwer und würden sich dann wahrscheinlich nicht darauf bewerben, unbedingt in diesen Aktien Märkte machen zu können. Und das führt eben dann dazu, dass die Börsen dann wiederum sagen müssen, okay, wenn du die großen Aufträge willst, musst du auch die kleinen mitmachen. Und das will man aber nicht. Und dann sagt man, hey, wenn auf der einen Seite sowieso kaum Nachfrage da ist und auf der anderen Seite tun wir uns so schwer auch mit dem Market Making, ne, dann lassen wir das Ganze eben weg. Und deswegen gibt es eben für bestimmte Nebenwerte, für ein paar wenige Futures, gibt es eben keine liquid handelbaren Optionen. Und das ist auch der einzige Grund. Es ist im Grunde genommen die fehlende Nachfrage. Würde jetzt alle Welt zum Beispiel sagen, hey, wir müssen unbedingt Platin-Optionen handeln wollen, dann keine Sorge, dann würde es die geben. Aber die gibt es halt dann nicht, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Und dann müsst ihr auch immer noch einsehen, dass die großen Jungs, das heißt institutionelle Händler, Hedgefonds und so weiter und so fort, also alle die professionell mit dem Ganzen umgehen, die sind jetzt auch nicht immer zwingend auf die Optionen angewiesen. Die könnten im Zweifelsfall immer auch noch OTC-Geschäfte machen, Over-the-Counter. Das heißt, die können sich Optionen erstellen lassen mit einem anderen Geschäftspartner. Die sind dann nicht börsengelistet. Also da gibt es dann schon auch optionsähnliche Konstrukte oder Optionskonstrukte, bloß die sind dann nicht an der Börse gelistet. Das heißt, wenn die ganz Großen unbedingt was wollen, dann kriegen sie das hin und die sind dann nicht zwingend auf die Börse angewiesen. Und nur wenn eben wirklich Massennachfrage wäre, würde die Börse das dann auch entsprechend aufgreifen. Tja, und das ist die einfache wie simple Antwort. Deswegen, wenn du irgendwie mal eine Aktie gefunden hast, wo du sagst, hey, würde ich gerne Optionen handeln und es gibt keine, dann liegt es schlicht und ergreifend an der etwas zu geringen Liquidität in der Aktie oder an der nicht vorhandenen Nachfrage nach Optionen. Du kannst zum Beispiel ja immer mal schreiben an die Börse und kannst sagen, hey, listet mir die doch mal, ne? Vielleicht kriegst du eine Antwort, aber in der Regel wird da nichts passieren. Dass du trotzdem mit Optionen gutes Geld verdienen kannst, dass du trotzdem mit Optionen deinen Aktienhandel, deinen Futurehandel hervorragend ergänzen kannst, ich glaube, das ist dir bewusst. Und wenn du jetzt aber noch nicht so richtig weißt, ja, wie soll ich das machen, ne? Dann schau hier unten in den Link. www.optionsstrategien.com/termin. Bewirb dich auf eine Zusammenarbeit mit uns und wir klären in einem kostenlosen Erstgespräch ab, ob du die Voraussetzungen erfüllst, um mit uns zusammenarbeiten zu können. Und da sind all diese Fragen, die ich dir hier beantworte, schon in wenigen Wochen und Monaten Grundwissen von dir. Und du kannst dich mit den wirklich eingehenden Fragen beschäftigen, nämlich wie man mit Optionen langfristig Geld verdient, wie man regelmäßiges Einkommen erzielt, wie man sie zum Hedgen, wie man sie zum Absichern nutzen kann. All das und mehr erfährst du dann aber in unserem Strategiegespräch. Also www.optionsstrategien.com/termin und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.